Hey, hast du keine Augen im Kopf? Warum rempelst du sie denn an? Reinhard, was stimmt mit dir denn nicht? Ich hab, sie ist mich eigentlich an. Ist sie nicht? Ja, warum rempelst du sie an, Mann? Hey, tut mir leid. Du brauchst sie nicht noch anfassen. Weißt du, was vor kurzem passiert ist? Hallo! Was? Willst du mal was frühstücken? Soll ich dir ein bisschen Frühstück ans Bett bringen? Wäre das eine gute Idee? Ich glaube, ich kriege nichts runter. Schatz, aber du musst irgendwann wieder anfangen zu essen, ne? Ich kann dir Obst machen oder ich mache dir eine tolle Müsli-Schale. Irgendwie sowas. Später? Das ist okay. Dann später. Das ist kein Problem. Ich habe auch noch gar nicht in der Schule angerufen. Das habe ich schon gemacht. Ich habe dich krank gemeldet. Ja. Was hast du denn gesagt? Also, ich bin ja jetzt nicht deswegen... Nein. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, dass du ganz doll erkältet bist und heiser, also keine Stimme hast. Deswegen konntest du selber nicht anrufen. Deswegen habe ich das gemacht. Und wenn irgendjemand Probleme machen sollte oder wenn es welche gibt, dann kläre ich das mit Basti. Ja? Danke. Bitte. Ich mache dir jetzt trotzdem erstmal Frühstück. Bleib liegen. Wenn du nochmal einschläfst, ist nicht schlimm, ja, Schatz? Danke. Nicht dafür. Okay. Diese ganze Situation fühlt sich immer noch an wie ein Albtraum. Immer wenn ich meine Augen zumache, dann sehe ich Bruno, wie er versucht, mir was anzutun. Bruno, okay, ich bin nur mit euch. Tu uns allen Gefallen und geh. Hier will keiner mit dir reden. Lass mich das irgendwie erklären. Hier gibt's nichts zu erklären. Ich habe wirklich nichts gemacht. Bruno, was machst du hier überhaupt? Die Frechheit zu besitzen, hierher zu kommen. Hast du Todeswunsch oder was? Ich hab nichts. Bruno, checkst es nicht. Keiner will einen scheiß Vergewaltiger hier haben. Hör, halt dich mal raus. Er wohnt hier und es ist nichts bewiesen. Warum sollte ich so was Schreckliches tun? Ich würde Amelie nie auch nur ein Haar krümmen. Bruno, ich weiß, warum du das tun würdest. Weil du ein ekelhafter Spanner bist und du nicht akzeptieren kannst, dass meine Tochter dich einfach nur nervig und peinlich findet. Und deswegen musst du jetzt irgendwie dein Ego aufpolieren und vergreifst dich an meiner Tochter! Ich dachte, wir sind Freunde. Boah, Bruno, meinst du das gerade ernst? Geh. Bitte, verpiss dich! Geh uns gefangen und hau einfach ein Monster ab, Bruno, okay? Ja. Geh und bleib weg! Nothing in your eyes. Do you remember how it felt to me and the things that we say at night? I know. Ist was passiert? Es ist alles in Ordnung, Schatz. Alles gut. Ja. Mhm. Naja, Bruno war da. Malte! Wow! Oh. Was denn? Ich denke, sie hat ein Recht, das zu erfahren. Weil sie sich danach besser fühlt, oder was? Er wurde freigelassen? Aber ist er jetzt noch hier, oder nee, ist er... Nee, er ist weg. Er ist gerade gegangen und er kommt nicht wieder, okay? Möchtest du was frühstücken lassen? Wir haben was vorbereitet. Ja. Komm, ich hol meinen Stuhl. Ja. Wir haben Kaffee, Tee. Ja, wenn du willst, kann ich dir auch einen Orangensaft pressen oder so. Oder lieber Pfannkuchen machen, falls du das nicht willst. Oder wir machen einfach alle zusammen Frühstück. Du stellst dich auf die Couch und ich bring dir eine Decke oder sowas. Okay. Ich esse später, okay? Ich geh jetzt erstmal nach Hause. I used to float, now I just fall down. I used to know.
Ich glaube, jetzt gerade wäre alles besser, als hier in meinem Zimmer zu verrotten oder mich von den anderen bemitleiden lassen zu müssen. Und ich glaube, ich würde Lenny sogar echt gerne sehen. Vielleicht tut die Ablenkung ja auch gut. Alles gut. Nee, Schatz, ich kann ruhig auch. Ist eh für mich. Danke. Schön, dass du hier bist. Und kommst du jetzt ein bisschen schlafen? Ja. Leonard. Hi. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir jetzt losgehen würden. Losgehen? Ja. Also rausgehen, ein bisschen spazieren oder so, mal gucken. Du willst die Wohnung verlassen? Mhm. Amelie, wir können auch eigentlich hier chillen. Wir wollen ja nur mit Freunden was unternehmen. Und deswegen können wir auch eigentlich ja, hier. Ja, aber ich würde gerne mal einfach die Beine vertreten, frische Luft. Cool. Mehr als ein geöffnetes Fenster. Dann mache ich mich schnell fertig und dann komme ich wenigstens mit. Und unter Freunden. Ich will halt einfach nur, wie damals, harmlose Sachen mit der Clique machen. Wir holen jetzt auch gleich fertig. Sina ab und dann machen wir uns einen Bund, ne? Ja. Nee, ihr bleibt mal kurz hier. Pass auf, ihr wisst ganz genau, was ihr passiert ist. Ihr lasst sie nicht eine Sekunde aus den Augen. Habt ihr mich verstanden? Wenn irgendwas passiert, ruft ihr mich sofort an und ich komme sie abholen. Wehe, das passiert nicht. Versprochen. Wir weichen nicht von der Seite. Natürlich. Wollen wir? Ja, auf. Viel Spaß, ja? Danke. Ja. Hm. Tschüss, mein Schatz. Ciao. 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 Hey. Hey. Warum haben wir Bier hier? Malte hat gesagt, ich soll was kaufen, damit wir ein bisschen Party machen können. Cool. Wie geht's dir? Gut. Komm klar. Sicher? Wenn wir irgendwas. Okay. Wollen wir? Ja. Ich darf nicht und ich habe meine Lunge vergessen, sorry. Bist du dir sicher, dass du schon wieder trinken willst? Was? Bist du sicher, dass du wieder Bier trinken willst? Du hast doch. Ja, wieso? Lennart, vielleicht? Du hast doch vor kurzem erst. Was, ich war keine Alkoholikerin oder sowas. Die K.O.-Tropfen meine ich. Ja, da war ich dabei. Danke. Ich will ja nur ein Bier trinken mit meinen Freunden, deswegen. Danke, dass du es mitgebracht hast. Gerne. Ja. Digga! Hast du mich gerade angekotzt? Das ist alkoholfrei! Bist du bescheuert? Du kannst doch kein alkoholfreies Bier kaufen! Ey, sieht das so aus, als würde man. Verschwendung! Ey, Malte, sieht das so aus, als würde meine Hose mittrinken wollen? Mann, die sind pottenhässlich. Ja, du bist auch pottenhässlich. Sag mal. Fuck, ich glaube, ich habe mich irgendwie vergriffen oder so. Ich habe so lange kein Alkohol mehr gekauft, dass ich einfach irgendwas gekauft habe. Sorry. Du brauchst dich zu entschuldigen. Du brauchst dich entschuldigen. Meine Hose ist nass. Was muss ich mich denn entschuldigen, wenn du im Weg stehst oder was? Im Weg muss ich nicht gehen. Du hast mich angekotzt. Ich hab dich angekotzt. Witzig, aber es schmeckt echt so ein bisschen scheiße. Wo kann ich denn her? Nein, aber du müsstest nicht wirklich mitkommen. Bier holen. Jetzt bin ich aber schon da. Also ich hätte das auch einfach mit Malte machen können. Dann könntest du halt in der Butze im sicheren da warten. Gut, jetzt bin ich aber wie gesagt schon mit unterwegs, deswegen aber du soll ich jetzt auch wieder nein, zurückgehen, auch oder? Hey. Hast du keine Augen im Kopf? Warum rempelst du sie denn an? Nein, was stimmt mit dir denn nicht? Sie ist mich gerade. Ist sie nicht? Ich warum rempelst du sie an, Mann? Tut mir leid. Du brauchst sie nicht noch anfassen. Weißt du, was vor kurzem passiert ist? Hallo! Was? Gehen Sie bitte einfach weiter. Ja. Was vor kurzem passiert ist? Ja, rempelst sie doch einfach an. Und da fährst du nicht an. Ich hab mich doch dahingestellt. Das ist deine Schuld gewesen. Das ist deine Schuld gewesen. Natürlich, ich stand doch da. Lass mich einfach in Ruhe. Lennart. Was? Wohin willst du? Nach Hause. Ohne dich. Ich will einfach nur alleine sein. Nein, lass mich einfach in Ruhe. Mila, was machst du?
Pass auf, ich verstehe, wie du reagierst. Okay, pass mal auf, weder mit Joe noch mit dir kann ich hier irgendwie reden. Dich will ich hier gar nicht mehr haben, also verpiss du dich aus dieser Wohnung. Und wenn Joe dich nicht dazu bringt, auszuziehen, mache ich es. Ich kann verstehen, wie es dir geht. Mir wird's genauso gehen, wenn es um Jonas. Würde ich... Hör mir doch wenigstens mal eine Sekunde zu. Alles klar, gut. Erzähl weiter Lügen. Mach. Ich würde Amelie niemals etwas antun. Ihr ist etwas Schreckliches passiert, aber ich will den Täter genauso finden wie ihr. Ich war es nicht. Versuch. Ihr kommt mir nicht mal eine Sekunde lang. Natürlich nicht. Pack mich nicht an, Alter. Bin ich deine Nächste oder was? Das ist doch absoluter Bullshit, was ihr da... Du bist absoluter Bullshit. Ich will dich einfach raushalten. Du verpetzt dich. Du bist so ein Ekelhafter. Meinst du, das bringt irgendwas? Ja, natürlich bringt was. Was ist denn los? Schmeiß mal die Klamotten raus. Lasst mich doch wenigstens mit dem Reden. Was soll die Scheiße? Du machst den Maul auf und es kommen nur Lügen. Ist gut. Jetzt mal beruhigt ihr doch gar nicht. Amelie, lass uns. Hey, Bruno, bleib da. Lass auf. Maus? Kopflöser. Ich geh ins Zimmer, komm. Mausezahn, hey, hey. Wahnsinnig, halt. Das hätte einfach nicht passieren dürfen, dass ihr aufeinander trifft. Ich hätte da mehr Acht geben müssen. Es kann keiner wissen, dass ich jetzt schon hier bin. Außerdem wohnt ja Bruno auch hier. Nicht mehr lange. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Mensch auszieht, dass ihr euch nicht mehr begegnet. Das verspreche ich dir. Ist er jetzt noch hier? Wie war's denn mit den Freunden? Apropos Freunde, wo sind denn die eigentlich? Warum kommst du nur alleine nach Hause? Also an sich war's echt schön, aber Lennart hat mich zum Schluss richtig abgefuckt. Dann habe ich ihn stehen lassen und bin alleine los. Was ist passiert, Schatz? Warum fuckt er dich ab? Ich wurde halt aus Versehen angerempelt und er ist dann total hochgefahren. Und das war viel zu drüber. Dieses Anrempeln mal drüber? Nein, das war ein Anrempeln. Das passiert halt. Aber dass Lennart deswegen gleich so ausrastet, das hätte überhaupt nicht sein müssen. An sich war es ein richtig schöner Tag. Das war scheiße. Du bist alleine nach Hause gekommen, auf dich wurde nicht aufgepasst. Das war einfach zu früh. Du hättest wirklich nur zu Hause bleiben müssen. Das stimmt doch so überhaupt gar nicht. Doch. Das hat richtig geholfen. Aber das hilft nicht, dieses mich in Watte packen und mir zu sagen, was ich machen soll, was ich am besten nicht machen soll. Ich bin nicht zerbrechlich. Wir wollten einfach nur alle auf dich aufpassen. Ja, okay, du hättest mich auch anrufen müssen, ich hätte dich abgeholt. Der Tag war doch schön. Dieses Ablenken, wieder mit Freunden lachen, das hat gut getan. Ich sehe, wie gut dir das hier tut. Du bist blass. Kannst du bitte losgehen? Kannst du mich bitte einfach allein lassen? Alles scheiße. Und das schon seit einer Weile. Ich weiß, dass Miller das alles total gut meint. Und Lennart auch. Aber wenn alle weiter so tun, als wäre ich ein verdammtes Opfer, das man mit Samthandschuhen anpacken muss, dann fühle ich mich doch nie wieder wie ich selbst. Ja? Hey. Hey. Alles gut? Geht's dir ein bisschen besser? Der Spruch war maximal unnötig. Tut mir leid. Ich bin einfach nur voller Sorge, wenn ich hier mitkriege, dass du alleine nach Hause gekommen bist. Und ich weiß, du willst wieder ein bisschen Normalität, aber das ist einfach langsam. Ich hab das Gefühl, ich kann unter dieser ganzen Sorge einfach nicht atmen. Hm. Ich würde so gerne einfach nur die Dinge machen, die ich halt vorher auch gemacht habe. Rausgehen zur Schule, mich hier frei bewegen und halt nicht die ganze Zeit daran erinnert werden, was passiert ist. Wegen hier frei bewegen, Bruno ist ausgezogen. Hat mir Mike erzählt. Good news. Okay.
Ja. Muss halt nur noch seine gerechte Strafe kriegen. Schatz, die er bekommen wird, wenn du deine polizeiliche Aussage noch machst. Die warten noch darauf. Ja. Ja? Morgen gehe ich ja sowieso wieder zur Schule und dann kriege ich das danach auch definitiv hin. Schatz, du bist noch eine ganze Woche krankgeschrieben, ne? Das ist, überstürzt bitte einfach nichts. Ich mach dir einen Vorschlag. Ich habe psychologische Unterstützung angeordert. Dann, die bewirkt dich auch darin bestärken, bei der polizeilichen Aussage, die wir dann auch noch danach machen können. Schatz, ich weiß, dir wird es schwerfallen, weil dann alles wieder hochkocht, aber wenn das erledigt ist, kannst du wieder zur Schule, wenn es dir dann gut geht. Dann mache ich es auch. Hauptsache einfach wieder. Ja. Danke. Ja. Und kannst du die Nacht vielleicht auch wieder bei dir schlafen? Ich will mich wirklich einfach nur wieder an den normalen Alltag gewöhnen. Okay. Danke. Ich hab dich lieb, Schatz. Ich dich auch. Bin für dich da, ja? Ich weiß. Ja. Ist irgendwas? Was soll denn sein? Gibt's irgendwas, was du mir sagen möchtest? Guck mal, für mich ist es auch keine einfache Situation, okay? Amelie ist immerhin eine Freundin von mir. Schön, dass es deine Freundin ist. Ich habe ihr nichts getan. Diese ganze Vorverurteilung, Scheiße, gib mir langsam auf die Nerven. Ey, Bruno, jetzt hau nicht wieder ab. Nee. Was ist denn los? Warum guckst du nur so komisch? Alle ganz schlimm. Die Mieten werden alle teurer. Die ganzen Neureichen kommen hierher. Das wird ein richtig schönes, urbanes, hippes Viertel. Das möchte dann auch niemand. Zur Zeit, den Immobilienhaien den Krieg zu erklären. Oh, Rosen bekommen. Ja, für dich. Okay, shit, die Blumen sind von Nuri. Was hast du daran nicht verstanden, mich in Ruhe zu lassen? Ja, aber Rick, ich kann da nicht aufgeben.